Jo Leute, was geht? Equipped hier und herzlich willkommen zu einem Live-Commentary, gespielt von einem Gast, der hier zu Besuch bei mir war. Und ich kommentiere das Ganze, also habt viel Spaß. Wow. So, mein Gast wird natürlich hier schön fett seinen Demoman zocken. Da sieht man nochmal sein Outfit, das er sich heute neu geholt hat. Natürlich ganz fresh. Schreibt in die Kommentare, wie es euch Aber auf gefällt und so fremden weiter. PC, Leute, merkt euch das. Genau, er zockt gerade auf fremdem PC, das heißt, er zockt gerade auf meinen PC. Natürlich auf den Über-King-PC. Und ja, da schießt er mit seinen Haftbomben, Sticky Bombs, schön in die Menge rein. Sehr clever. Man hört natürlich die Hitbox und so weiter. Man hört es einfach. Ja, da sieht man schon die ersten Kills. Die Sticky Bombs sind einfach OP, Leute. Falls ihr nicht wisst oder den Sticky Bomb Trick nicht kennt, Rechtsklick gedrückt halten und dann Linksklick abfeuern, dann macht er eigentlich meistens immer Treffer, wenn er natürlich richtig zielt. Und ihr dürft natürlich nicht reinlaufen, das wäre natürlich sehr dumm. Ja, Homos. So, jetzt mit dem Haftbombenwerfer nochmal ein paar Kills abstauben, das ist natürlich auch gut in die Menge. Einfach schön reinspammen mit dem Haft, mit dem. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Mit den Haftbombenwerfer, genau. Aber die Sticky Bombs sind natürlich sehr OP. Yeah. Bam, bam, bam. So läuft das hier in der Hood. Was auch ziemlich gut sein kann als Demoman, ist natürlich der Demon Knight. Schön mit den Loch Nesser auch equipped. Den können wir euch auch gleich zeigen. Doch erstmal sehen wir hier nochmal den Haftbomb Spamming Pro. Yeah. Mein Gast. Er ist natürlich gestresst. Er muss einfach E drücken, dann kommt Medic. Aber leider haben wir, glaube ich, keinen Medic im Team. Doch, da hinten ist einer. Aber der ist einfach auf Ignore. Er ist einfach auf Busy Mode, Leute. Das ist einfach so. Oh, pass auf, da sind schon die nächsten Gegner. Ah. Nee, ist ganz frei. Er ist einfach. Oh, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. Oh, der Medic. Natürlich sehr von hinten kommt er an. Aber. Der kann einfach nichts machen. Oh, oh, doch, doch, doch. Das war natürlich so ein Lucky Medic, wie wir ihn halt kennen. Aber jetzt zocken wir den Demon Knight mit dem Sturmschild. Natürlich kann man auch als Alternative. Ich wollte sagen, das Steuerrad nehmen. Ja, stimmt, das Steuerrad. Das ist natürlich, hat beide Vorteile, beide Nachteile. Ah. Hier ist man einfach richtig krass tanky, Leute. Merkt euch das. Ja, mit einem Sturmschild ist man einfach krass tanky, weil man. Zum Beispiel vom Pyro 50% weniger Schaden bekommt, Feuerschaden meine ich. Also, ihr seid dann sozusagen unkillbar von Hurensohn Spyro. Ich meine, von den unnetten Menschen Spyro. Pyro. Lol, da kriegt er mich. Also, es ist natürlich ja ein Spam-Battle, wie man sehen kann. Es ist halt so eine enge Gasse, ist aber schon fresh. Also, sowas wie Demoman, Heavy und so weiter haben da gute Chancen, Kills abzustauben oder auch hier Soldiers. Deswegen zeigt mir auch diese Klasse hier für euch, Freunde. Verdammt. Ja. Aber ich würde sagen, dass hier der Demoman mit den Sticky Launchers besser hier dran ist, weil ja, hier hat man einfach nicht genau die Möglichkeit. Man hat halt nur eine Gasse und da kommt man halt nicht so gut mit dem Dämonite an die Gegner ran. Oh, da sieht man schon die Bomben von dem gegnerischen Demoman. Da hat ihn noch eine Blackbox erwischt. Das ist natürlich übel. Aber jetzt zieht er sich den Schottenafro an, weil es halt einfach sein typisches Aussehen ist und er sich einfach geil damit fühlt. Oh, und der bärtige Bomber, der hat er sich heute geholt, der krasse Manga. Okay. Ey Leute, kennt ihr auch dieses witzige Video auf Facebook, wo erstmal so eine Frau irgendwie so ein Video von der Landschaft macht und dann so plötzlich so ein afrikanischer Typ. Das kenn ich, Digga. So einfach mal, okay, sag. So richtig witzig. Und davon gibt es auch viele Vines. Und, aber witzig, guckt euch an. Gibt einfach einen schwarzer Mann, der irgendwie okay sagt. Vielleicht blende ich es auch ein, wenn ich Bock habe, das reinzuschneiden. Wer weiß, wer weiß. Okay. Jetzt auch mit dem Haftbombenwerfer.
Will er mal ein paar Kills machen? Oh, oh, die Sticky Bombs, die Sticky Bombs, die Sticky Bombs, die Sticky Bombs. Sind OP. Sanitäter. Ja, die Sanitäter sind irgendwie in dem Spiel einfach mal irgendwie komplett random, behindert. Die sind einfach geil auf deren Heavy und heilen nicht die Leute, die geheilt werden müssen. Das sind einfach die 31er Paragraph Medics. TF2 geht vor die Hunde. Keine Chance ohne einen guten Medic im Team. Ja, das ist einfach so. Also da müsste ich eigentlich auch noch dazu springen als Medic, aber leider haben wir keinen zweiten PC zur Verfügung. Ich bin hier nur der Kommentator und hau irgendwelche Randoms raus. Nur für euch Leute, bitte abonnieren, liken und favorisieren. Hab euch lieb. Hallo. So richtig behindert. Achso, und im nächsten Video kann ich euch zeigen, wie ihr mit einer Kaffeemaske eure Haut schon in der Nacht aussehen kann. Oh mein Gott. Das ist einfach nur ein Spam. Oh, Scouts sind böse, da muss man halt aufpassen. Aber wenn man ein guter Demoman ist, hat man alles unter Kontrolle. Kennt ihr das von Calvin Harris? Calvin Harris, cooler Macker, aber eins ist demnach for life. Ha! Oh, Lama Boy, da sieht man einfach den Lama Boy einfach nur am Rippen. Aber wenn da so ein anderer guter Demoman mit so einer Stimmungskanone ankommt, ist natürlich grenzwertig. Hast du auch die Stimmung? Ja, du hast die, ne? Was hab ich? Die Stimmungskanone. Kanone. Zeig die mal. Ja, die hab ich doch schon wieder. Ehrlich? Ja, die ist. Aber die, ist, die kann man für die Zuschauer nochmal zeigen. Wir sind so voll Spacken getradet. Ich sag's euch nur, Leute, Sticky Bomb Launcher ist einfach das Beste, was gibt. Verlässlich. Ja, das stimmt. Ihr könnt epische Sticky Jumps damit ausführen, das werdet ihr aber nicht machen, wenn ihr kein Medic habt. Kriegen Medic. Aber machen wir einen Sticky Jump für die Zuschauer nochmal. Für die Moral. Also könnt ihr mal zeigen. Oh, okay, jetzt bringt das nicht. Jetzt ist er im Kampf. Jetzt muss er natürlich den Scout besiegen, der natürlich also sofort gekommen ist, weil Scout einfach. Ja, weil ich nicht um die Ecke da laufen konnte. Ich hätte einfach hier kurz switchen müssen. Ja, weil Scouts allgemein viel zu schnell sind und wendig und allgemein. Einfach nur krass in der Schnelligkeit. Side of life. Made it. So, jetzt muss sich unser Gast sehr konzentrieren. Das sind eine Menge Gegner, die auf ihn zukommen. Der Sniper hat es einfach falsch gemacht. Er hätte ihn einfach mit der dem Sniper einfach von der Ferne killen sollen. Man geht ja nicht an einen Moment ran, das weiß jedes Kleinkind. Verdammt, Mann, ja. Ist so. Oh, ein Heavy, sehr gefährlich. Da müssen alle auf ihn rauf, aber dann ist ja alles under control. Eigentlich ein Demoman ist eigentlich ein guter Counter gegen Heavy. Verdammt, ja, Mann. Ja, Mann, ist so. Aber natürlich, wenn da so eine scheiß Sentry steht, da kann man nicht viel machen. Verdammt, außer die scheiß Sentry zerstören, was eigentlich die Aufgabe eines Demoman ist. Deswegen frage ich mich, was unser Gast hier eigentlich macht. Verdammt. Halt die Fresse, Mann. Ja, als ob er nicht gemedic. Oh mein Gott. Boah, Digga, hat wir haben einen guten Medic im Team. What? Oh, jetzt. Alter, die Medics sind langsam voll geil. Was ist da los? Da gibt er erstmal Unsterblichkeit. Überladung. Oh, das ist echt so ein nerviger Heavy, wenn er da rum. Aber das lief doch, Leute. Lief das? Schreibt in die Kommentare, ob das lief. Es lief. Man working. Oh shit. Oh, das ist natürlich scheiße, wenn man mit zwei Pyros springt. Da brennt man einfach wie Hölle. Es wird heiß, Freunde. Das ist einfach so. Und jetzt schon mit den Haftbomben rein spammen in die Gegner. Einfach spam. So müsst ihr es machen. Also manchmal kommt es nicht auf Skill an. Manchmal muss man einfach so den Loop zum Vorteil nehmen. Ne? Hart und schnell. Ist kriminell. Ja, genau. Also du weißt schon, dass wir hier minderjährige Zuschauer haben. Also sowas möchte ich nicht auf meinem Kanal haben. I'm a little bit ass right now. Ja,
Okay, verdammt. Oh, ja, war das knapp. War das knapp, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Okay. Immer noch mit dem Sticky Bomb. Das ist natürlich sehr clever. Von oben einfach raufspannen, aber Nachteil, jeder sieht dich und jeder kann dich angreifen, wie zum Beispiel dieser Soldier. Verdammt, ja, Mann. Mit der Blackbox. Blackbox ist einfach asozial. Aber ich bevorzuge den Direktschlag, Freunde. Warum? Weil man einfach mehr Schaden macht. Verdammt, ja, Mann. Aber die Blackbox ist natürlich für so Massen und so weiter viel OPer und eigentlich viel auch besser für die Anfänger unter uns. Die wie dich Soldier gerade anfangen zu spielen. Ich muss zugeben, ich bin wirklich ein Anfänger im Soldier-Bereich. Also, da brauche ich ja nichts irgendwie einen auf Mako zu machen. Fuck, verdammt. Oh. Aber ich dominiere einen Typen, also von daher. Fuck. Ist ja halt sowieso ein random Gameplay gerade so. Also, dafür schlägt er sich ganz gut. Ist ja nur so um die ganz Waffen. Andere Leute, die schicken immer nur random, immer nur ihre besten Gameplays laden immer noch hoch. Das ist echt so. Die machen 10 Scheiß-Gameplays und dann. Ein gutes Mal mit Glück und wisst ihr, das ist live, Leute. Das ist hier ein Live-Commentary vom Feind. Ungeschnitten, uncut, 100% uncut, Leute. Auch die Blutzehen lassen wir drin für die Minderjährigen. Also einfach heftig, ja. Wisst ihr, wir denken an euch. Wir denken an euch. Wir fühlen mit euch. Warte mal, ich brauch nicht. Verdammt, ja, du brauchst Leben, aber der Medic, der sieht dich nicht. Oh doch, da ist er. Mit seiner geilen Brille. Ja, spam einfach die Bomben da rein. Das ist einfach das Beste, was man machen kann als der Moment. Aber irgendwie treffen die. Warum treffen die nicht? Die sind in einem engen Raum und eigentlich müssen die treffen. Das ist die Sticky Bomb. Weißt du, so ein... Verdammt, besser. Ich mit einem Satz aufgehört. Ach, egal, Freunde. Ist ja ein Live-Comment. Oh, what the Leck fuck? Fett, ist das okay, es war eigentlich nur ein Double-Kill. Aber er hat sich auch gerecht. Er hat sich gleichzeitig gerecht. Aber hat auch Hilfe bekommen. Okay, okay. So läuft das. Achso, und was man auch noch dazu sagen muss, er spielt ja auch auf noch einem fremden PC. Das heißt, auch noch andere... Er schlägt sich krass, Leute. Es ist okay. Es ist okay, Digga. Es läuft. Besser kann man es nicht ausdrücken. Also es läuft, Freunde. Also wenn ihr denkt, dass ihr bessere Devilman-Spieler seid, dann müsst ihr es uns erst zeigen. Ne? Also hier sieht man einen richtig schlechten Sticky Jump. Also, aber es ist ja ein fremder PC, also kann man es entschuldigen. Es kann man entschuldigen. Man kann es entschuldigen, verdammt ja. So, jetzt bannen die scheiß Sticky Bombs da rein. Burger King wurde auch demoniert, also, aber Burger King rächt sich sofort. Also, das ist schon ein Dorn im Auge des Burger King. Lieber zu Mc's gehen, ist einfach entspannter. Es läuft, Leute. Aber ich sag's euch, bei uns hat jetzt ein neuer Mr. Sub aufgemacht. Kennt ihr Mr. Sub? Das ist ja so die Subway-Alternative. Habt ihr auch einen in eurer Stadt? Schreibt es uns in die Comments. Ja, sehr informativ. wenn wir einfach sagen, in unserer Stadt, wenn die Zuschauer nicht mehr wissen, wo wir überhaupt leben, aber das möchten wir auch nicht preisgeben. Ich meine Privatsphäre und so, ihr wisst Bescheid. Könnt ihr doch gut verstehen. Ist echt so, Leute. Verdammt. Oh, da ist schon eins bei. Oh, das tat weh. So ein Dämonite, der einfach angestürmt kommt. Das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, Leute. Auf sowas muss man auch aufpassen. Oh. Und das ist der Loose. Und auch damit das Ende des Live-Commentaries, Freunde. Und auch mit dem Pack-Opening von den Man & Coup Vorratskissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns, oder mir, ist ja schließlich mein Account, einen Daumen nach oben. Abonnieren, ne? Nicht vergessen, ihr Ich hab dir gerade ins Gesicht gerülpst, Digga. Dann bis aufs nächstes und so. Und haut rein, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Digga. Digga, das ist so behindert geworden, Alter. Das gucken wir uns gleich an. Digga, aber ganz ehrlich, ne? Das ging voll klar, das Gameplay eigentlich so, einigermaßen.